einfach durch das Tor, wie... Sind drin! Wie? Hab ich's nicht gesagt? Antrieb, Waffensysteme, Raketenwerfer! Eins nach dem anderen fällt hier aus! Kannst du das alles reparieren? Ich versuch's! Entweder das oder die Kiste ist gleich Schrott! Du steigst aus! Hilf den anderen! Okay. Wir geben dir Deckung, aber beeil dich, okay? Fehler wird genug bereuen! Eine Chance, dass er noch... Du weißt schon. Nein. Tut mir leid. Wir müssen weiter. Wir sind fast da. Nein! Verstanden. Ja, nee, wir waren ihre eigenen Leute. Mein Kontrollraum geben. Von da aus verlinken wir mit dem Serg. Penham, was machst du? Fehler wirst du noch bereuen. Da ist das Terminal. Wir klinken uns ein. Was ist mit den Sicherheitsprotokollen? Wie, das ist keine Raumstation, sondern ein verfickter Bohrer. Keine Sorge. Carol schneidet sich durch wie durch Butter. Okay, wir fahren das Serg hoch und bohren uns bis zum Arasaka Tower durch. Das wird etwas dauern. Wie, du musst uns Deckung geben. Wir kriegen Gesellschaft. Und zwar eine Menge. Wie, hilf uns mal. Militech lässt einfach nicht nach. Verdammt, die Ausrichtung des Bohrers ist festgelegt. Können wir ihn wenden? Ich hab mich auch was gefasst. Wir fragen ganz höflich. Mitch, wirkt den Autopiloten ab und schalte auf manuell um. Geschafft. Es klappt. Bleib doch zusammen. Achtung, die kommt von rechts. Wie lang noch, Mitch? 11%. Lass mich schneller. Wir können nichts tun. Ja, nee, ist klar, ist klar, ist klar. Inventar, warum habe ich hier die Sniper drin? Ich will hier meine Pistole drin haben. Prozent. Oh.
Ich dachte, ich schaff's noch, eine Granate zu schmeißen, aber ich hatte keine mehr. Wir kriegen Gesellschaft! Und zwar eine Menge. Fragen ganz höflich. Mitch wirkt den Autopiloten ab und schalte auf manuell um. Geil! Geschafft! Es klappt! Bereit machen zum Start! Achtung! Ihr kommt von rechts! Oh. Geht das noch, Mitch! 11%! Geht das nicht schneller! Wir können nichts tun! Auf ihn! Jetzt! Wieder einen Erfolg bekommen. Alle down, gut. Verdammt, von links auch! Carol, Mitch, wie lange noch? 27%. Ja, ist schon gut, ist schon gut. Da sind noch mehr Drohnen. Auf der Straße zur Bahn. Standard Concern Security. Damit kommen wir klar. Komm die Straße runter. Beobachte sie mit der Drohne. Sie ist eine ganze Armee. Panzer hat keine Chance. Anna! Ich tue mein Bestes. Mitch, hörst du mich? Das Navigationsmodul blockiert die anderen Systeme. Kann ich's ausschalten? Ja, weg damit. Drohne. Genau, ist klar, ist klar, ist klar. Hundertzwölf Schuss habe ich. Gefasst!
Wieder daneben. Ist klar, ist klar. Ja, das habe ich ihn. Ein scheiß AV ist unterwegs! Wir werden gleich landen! Teddy, bewegt deinen Arsch raus da! Teddy! Oh mein Gott! Was machen wir jetzt? Was meinst du? Wir machen weiter. Bring's zu Ende. Wie lange noch da oben? Fast geschafft. Gleich bei 60%. Komm, steh wieder auf. War's das? Das macht Schaden. Wir sind unterwegs. Wir verschaffen dir etwas Zeit. Vielen Dank. Passen auf Mitch und Carol auf und kümmern uns ums Tor. Stop.
Panzer. Wir müssen sie abfangen, ehe sie die anderen erreichen. Den sind wir los. Scheiße, wie? Vielleicht packen wir das wirklich. Hört mal, gerade auf Nightcore Preis gestoßen. Carol arbeitet sich durch, aber das dauert. Richtig, Konzernbastarde. Noch mehr Gesellschaft. Wir machen das. Und das gesichert. Wir müssen herausfinden, wo die Ladung anbringt. Wir brauchen mehr Zeit. Wir drehen hier auch nicht, Däumchen. Halten euch, solange es geht, den Rücken frei. Haltet durch. Wie? Militech lässt nicht locker. Es sind zu viele. Scheint alles okay zu sein. Wir haben es geschafft! Nur noch ein paar ausgebrannte Wracks! So, Mitch, wir kommen zurück. Gute Arbeit. Aber wir haben ein kleines Problem. Was ist los? Nach dieser Vorstellung wärt ihr so weit, dass ihr bei den Panzerjungs mitmachen könntet. Echt beeindruckend, ich danke. Und jetzt? Endlich da ein Tor, das aufgesprengt werden muss. Recht. Carol, du und Cassidy gebt uns hier Deckung. Roger. Mitch, du kommst mit uns. Jawohl, Ma'am. Keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Okay, ich stelle ihn auf Autopilot und trenne die Verbindung. Okay. Alles in Ordnung? Du bist so ruhig. Dieser Plan. All das. Die Idee war nicht gut genug. Es war nicht deine. Wessen dann? Meine. Es war meine Idee. Meine Verantwortung. Und wenn du gewusst hättest, wie es abläuft? Dann würde ich es wieder tun. Für jeden im Clan. Saul meinte, du hast extra Hilfe für Mikoshi. Jemand von außerhalb. Alt. Und wer ist das? Also, lustige Sache. Alt ist nämlich Johnnys Ex. Nicht dein Ernst. Ich schwör's dir. Aber niemand kennt sich besser im Net aus als sie. Ohne sie schaffen wir es nicht nach Mikoshi. Johnny, Alt. Ganz schön viel Familiendrama. Ja. Vertraust du ihr? Nein. Nein, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Muss einfach darauf hoffen, dass Alt mir nicht in den Rücken fällt. Wieso? Stimmt was nicht? Ich vertraue dir. Das muss reichen. Und deshalb vertraue ich darauf, dass dieser Alt nichts im Schilde führt. Die Sache muss einfach klappen. Nach allem, was wir riskiert haben. Ja. Das wär's wohl. Weit noch bis zum Arasaka Tower. Nicht weit. Von hier aus wird's eine Spritztour. Siehst du sie? Irgendwas stimmt nicht. Ja. Das sollte dich nicht mehr überraschen, Zorn. Dinge laufen selten wie geplant. Wir haben keine Leute, Ahnung, was ist das Problem? Carol und der Rest. Militech hat Verstärkung geschickt. Sie sitzen fest. Die halten nicht mehr lange durch. Mein Gott. Ich nehme den Panzer. Sie brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können. Bist du bescheuert? Das kannst du vergessen. Du kannst den Panzer nicht bedienen, ohne dass dir dein scheiß Gehirn abbrutzelt. Hast du eine bessere Idee? Das ist unsere Familie, Panam. Die lassen wir nicht im Stich. Saul, lässt du ihn gehen? Wie? Jemand muss ihn zur Vernunft bringen. Wie? Willst du wirklich nichts sagen? Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Niemand bläst hier was ab. Mach dein Ding. Ich halte Militech in Schach. Verdammt, Mitch! Sie werden dich umbringen. Sie werden... Nicht heute, Pan. Hab ein gutes Gefühl. Erst will er lossprinten und jetzt läuft er ganz normal. Saul!
Carol, ja. Ich bin unterwegs. Sie werden... durch. Das alles darf nicht umsonst gewesen sein. Ihr beide seht nach, was mit dem Circus. Sobald ihr mobil seid, folge ich und sichere nach hinten. Wie? Geh. Ja. Ernsthaft? Mitch! Bin da! Sicher und unversehrt! Sei vorsichtig! Bitte! Ich komm klar, Pa! Verlink dich und starte hier! Ja? Der Motor ist überhitzt. Ist abgesoffen, als er auf Stahlbeton getroffen ist. Okay, eine los geht's! Überbrückung sollte den Schock... Bitte. Na gut. Der Augenblick der Wahrheit. Haben wir den manuellen Modus? Au! Aua! Panam, alles okay? Panam, rede mit mir! Nein! Panam! Bin da. Ach, nur ein paar Kratzer. Hab Schlimmeres überlebt. Panam. Für eine Sekunde dachte ich, du wärst... Schon okay, wie. Alles gut. Saul? Der Tunnel ist fürs Erste sicher. Irgendwas von Mitch? Immer noch nichts. Scheiße. Wusste ich's doch. Vielleicht nur ein Problem mit dem Funk. Na komm. Bringen wir es zu Ende. Suche nach einem Wartungsschaft. Seismischer Dämpfer. Sie wurden entwickelt, um Gebäude vor Erdbeben zu schützen. Das heißt, wir sind unterhalb des Towers. Genau. Wir müssen einen Weg weiter nach oben finden. Saul ist gesucht. Willst du, dass wir hier drauf gehen? Ja, ist schon gut, ist schon gut. Wartungsschacht entdeckt. Da! Vor uns! Siehst du's? Wir sind in einer Art Wartungsschacht. Aus, als ob er nach oben führt. Nachdenkt? Schon unglaublich, dass wir genau da sind, wo die Arasaka-Bombe hochging. Müsste hier dann nicht alles verstrahlt sein? Wer weiß. Na toll. Wie? Er hat wieder einen Krampfanfall. Wie? Alles okay? Hey! Wir sind unter Kontrolle. Wir müssen weiter.
keine Ahnung, wo wir sind. Sehen wir uns um und finden's raus. Ich sehe da was. Wir müssen uns erst um die Wachen kümmern. Ich schwanke ein bisschen. Wie? Übernimm die Wachen. Leise, wenn's geht. Meinst du, es ist was Ernstes? Klingt jedenfalls danach. Wir sind garantiert bis abends hier. Läuft das ja immer so ab? Nee, fast nie. Das ist ja das Beunruhigende. So viel dazu. Okay. Schnell und still. S und S. Die haben eine ganze Einheit da. Vielleicht Convoy Security. Okay. Die Lage ist etwas verkehrt. Als angenommen. Die Systeme müssen durch das Bohren. Was bedeutet, dass jetzt alle Passagen gesperrt sind? Wir sitzen hier wie Ratten im Käfig. Gibt's Zugriffspunkte? Wir brauchen dringend einen. Ich such schon. Sekunde noch. Gefunden. Ist nicht weit. Da kannst du dich verlinken. Okay. Hoffen wir, es gibt auch einen Port für Alssplitter. Ich schick dir die schnellste Route. Aber erst müssen wir diese Sperre aufheben. Lasst euch nicht entdecken. Es muss niemand was von unserem Besuch mitkriegen. Erstmal wieder volles Leben hier. Alarmstufe Rot aktiv. Alle Mitarbeiter haben bis zur Aufhebung der Gebäudesperre an ihren Positionen zu verbleiben. Ich bin da. Gib auf, es gibt kein Entkommen! Halt, der Splitter ist drin. Ja. Wie lange brauchst du, um... Ich bin fertig. Geil, es hat geklappt! Also können wir weiter? Nach Mikoshi? Dein Pfad ist geöffnet. Lebt ihr beide noch? Ja, noch. Alles klar? Ich bin bereit. Ich auch. Weiter geht's. Auf die! Wie? Sol! Mhm. Ja, irgendwas stimmt nicht. Es ist zu still. Hat noch wer ein mulmiges Gefühl? Irgendwas ist hier passiert. Bald wissen wir auch was. Wir sind fast da. Ich gehe jetzt einfach mal mitten durch. Wir wollten wohl abhauen. Jetzt haben wir eigentlich auf den Sie gerichtet. Scheint, diese Halt macht keine Gefangenen. Noch ein paar Schritte zwischen dir und Mikoshi. Du kriegst also endlich deine Chance. Wir sind an deiner Seite, Vi. Bis zum bitteren Ende.
Alle Kaldos stehen zu ihrem Wort. Viel weiter kann es nicht sein, oder? Ist nur noch der Raum hinter der Sperre. Dann kommt der Kerl. Ich muss kotzen. Juhu!